So, das war gar nicht einfach, dazu um die Öhrchen zu kriegen. Vom Aussehen weiß ich nicht, ob das so optimal aussieht. Vielleicht, wenn man dann da so ein bisschen verändert, das Mikrofon ein bisschen nach unten, ein bisschen nach oben. Dann könnte sein, dass das so in der Qualität ganz gut ist. Ist vielleicht für Vorträge gut, aber es geht ja darum, die Kameraaufnahmen, ein bisschen nah dran. Es ist auf jeden Fall dabei und wenn es dabei ist, vielleicht kann man es auch irgendwie nutzen. Wichtig war mir ja dieses Krawattenmikrofon und ja, da sind Sender noch dabei, ist auch toll. Was das kostet, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, muss ich, wenn ich das Video dann hochlade, recherchieren und einen Link mit dann da reintun. Aber bin mal gespannt, wie hier die Qualität ist. Für mich ist einfach die Qualität ja das Wichtigste. Tja, das war ein schöner Test.